Karl Bühler und das Wiener Psychologische Institut über die unterschätzte Bedeutung des Lokalen. Am 4. und 5. Februar 2021 fand an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien ein internationaler Workshop zu Karl Bühler und der Geschichte des Wiener Psychologischen Instituts statt, der von Jeanette Friedrich und Gerhard Benetka organisiert wurde. Unmittelbarer Anlass dieser virtuellen Zusammenkunft internationaler Expertinnen und Experten der Bühler-Forschung war ein von Jeanette Friedrich im Vorfeld der Tagung zusammengestellter Dokumentenband, in dem zu einem Teil noch unveröffentlichte Quellen aus dem von der Universität Wien angekauften Emigrationsnachlass von Karl und Charlotte Bühler zugänglich gemacht wurden. Jeanette Friedrich, Dozentin an der Universität Genf, ist zurzeit mit einer vom österreichischen Forschungsfonds finanzierten Lise-Meitner-Stelle an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien tätig. Jeanette Friedrich hat in ihrer Einleitung zu diesem Band die Bedeutung des Ereignischarakters von Wissenschaft, genauer den Zusammenhang der Entwicklung der Psychologiekonzeption von Karl Bühler mit den lokalen Gegebenheiten des Wissenschaftsbetriebs in Wien der 1920er und 1930er Jahren hervorgehoben. Während die Ideen- und problemgeschichtliche Wissenschaftsforschung sich vorwiegend auf die fertigen Produkte wissenschaftlicher Arbeit, auf die chronologische Weiterentwicklung eines Werkes, auf unveröffentlichte Manuskripte, auf veröffentlichte Bezugnahmen in Form von Zitaten von und Kommentaren zu den Texten anderer Autoren etc. konzentriert, steht in den von Friedrich veröffentlichten Dokumenten die Einbindung in die lokale Wissenschaftskultur im Zentrum der Aufmerksamkeit. Gefragt wird nach den informellen Einflüssen, die zeitgenössische Diskussionen in benachbarten wissenschaftlichen Disziplinen auf die Entwicklung des Denkens Karl Bühlers genommen haben. Diese Betonung des lokalen Charakters in der Wissenschaftsforschung kann sich auf umfangreiche Vorarbeiten zur spezifischen Wissenschaftskultur Wiens berufen. Erwähnt seien hier vor allem die Arbeiten Edward Timms zu den schöpferischen Impulsen der Wiener Moderne. Timms Leitmetapher ist, was er die Resonanz der Räume nennt, die Existenz von lokalen Diskussionszirkeln, deren Durchlässigkeit den je gegebenen personellen Überschneidungen geschuldet ist. Sie habe, so erinnert sich Marie Jahoda einmal, die Wissenschaftsauffassung des Wiener Kreises nicht über das systematische Studium der Werke kennengelernt, sondern durch Osmose, einer, wie sie meinte, für das Wissenschaftsleben im roten Wien typischen Form der Wissensaneignung im regen Austausch in Diskussionsgruppen. Was meinen wir mit dem Lokalen? Es geht um das, was eben vor Ort und im damaligen Jetzt sich ereignet hat. Zwischen 1922 und 1938, in jener Zeit, in der Karl Bühler mit seiner Frau Charlotte das Psychologische Institut der Universität Wien auf und in der Folge zu einer der wichtigsten psychologischen Forschungsstätten in Europa ausgebaut hat. Zu diesen lokalen Aktivitäten zählen zum Beispiel die Lehrveranstaltungen, in denen Ideen ausprobiert und akzentuiert wurden. Oder auch die Forschungsprogramme, die für Fördergeber geschrieben wurden. Konferenzen, gerade auch solche, die außerhalb der Universität stattfanden. Oder auch die berühmten Forschungskolloquien der Bühlers, bei denen laufende Arbeiten von Dissertantinnen und Dissertanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt und diskutiert wurden. Die Betreuung von Doktorarbeiten. Mehr als 200 wurden in diesen Jahren approbiert. Dann wäre die Vereinstätigkeit zu nennen. In Wien der 1920er Jahre gab es eine unüberschaubare Anzahl von Zirkeln, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen. In einigen von ihnen war Bühler Mitglied. An anderen hat er sich nur als Gast beteiligt.
Allein schon die Aufzählung besticht durch die Bandbreite der Themen und Wissensgebiete. Da waren der Akademische Verein für Medizinische Psychologie, der Verein für angewandte Psychopathologie und Psychologie und die dort 1934 gegründete seminaristische Arbeitsgemeinschaft zwischen der von Karl Bühler geführten Wiener Psychologischen und der von Otto Pötzel geführten Wiener Psychiatrisch-Neurologischen Schule. Zu nennen wären auch der Verein der Freunde des Psychologischen Instituts oder die Österreichische Gesellschaft für experimentelle Phonetik, die Gesellschaft der Filmfreunde Österreichs und der von Bühlers Professorenkollegen Moritz Schlick geleitete Wiener Kreis. Ja, und zum Abschluss noch die Diskussionsabende von Psychoanalytikern, Bühler-Schülern und anderen, die im Frühjahr 1933 von dem Freud-Schüler Siegfried Bernfeld initiiert wurden. Zum Lokalen gehören natürlich auch die Personen, die damals am Psychologischen Institut als Besucher verkehrten. Zum Beispiel die Wiener Kunsthistoriker Ernst Kries und Ernst Gombrich. Natürlich Karl Popper, der bei Bühler promovierte. Und auch Konrad Lorenz, der den Kontakt mit Bühler suchte und im Umfeld des Psychologischen Instituts immer wieder Spuren hinterließ. Auch der Logiker Kurt Gödel ist zu nennen und der Philosoph Jean-Paul Sartre, der zwar nicht vor Ort, dafür aber vor Ort geschriebene Arbeiten zum Ausdrucksgeschehen, zum Beispiel von der Bühler-Mitarbeiterin Auguste Flach, genau rezipierte. Wendet man sich nun diesem Lokalen zu, entdeckt man Dinge, die in Werken, Büchern, Artikeln nicht mehr sichtbar sind. Zum Beispiel der hohe Anteil von Forscherinnen am Psychologischen Institut Wien. Die Interdisziplinarität, die nicht verordnet, sondern gelebt wurde. Die Zirkulation von Ideen, in der diese selbstständig modifiziert und von einem in das andere Wissensgebiet übertragen wurden, ohne dass jemand allzu viel Aufhebens darüber gemacht hätte. Wir laden Sie also ein zu einem kurzen Ausflug in dieses lokale Geschehen. Zu all dem, was schwer zitiert werden kann, weil es mündlich existierte, weil es zirkulierte, sich in Tätigkeiten und Räumen und lebenden Personen manifestierte. Beginnen wir unseren Ausflug mitten im Zentrum von Wien. Dort, wo das Wiener Psychologische Institut gegründet wurde. Eben nicht an der Universität Wien, sondern einige Straßen weiter am Pädagogischen Institut der Stadt, im ehemaligen Palais des Stadtschulrates im ersten Gemeindebezirk, damals Burgring 9, am heutigen Karl-Renner-Ring. Das Wiener Psychologische Institut ist 1922 gegründet worden, als an der Universität Wien die Berufungsverhandlungen mit Karl Bühler am Fehlen eines psychologischen Universitätsinstituts zu scheitern drohten, schaltete sich der Stadtschulrat für Wien in das Verfahren ein. Nach der Trennung Wiens von Niederösterreich war ein an der Niederösterreichischen Lehrerakademie bestehendes psychologisches Laboratorium in den Besitz der Gemeinde Wien übergegangen. Dieses Laboratorium wurde nun der Universität zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Das nachmals so berühmte Wiener Psychologische Institut gehörte also gar nicht der Universität, sondern der Stadt Wien, die für Räumlichkeiten, Ausstattung mit Apparaten, Betriebskosten, die Kosten für einen Institutsmechaniker und zunächst auch für das Gehalt von Charlotte Bühler aufkam. Im Gegenzug erklärte sich Karl Bühler dazu bereit, am neu gegründeten Pädagogischen Institut der Stadt Wien, der politischen und theoretischen Leitzentrale der sozialistischen Schulreformen, Kurse aus Psychologie im Rahmen der Lehrerfortbildung anzubieten. Josef Pircher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Wiener Kreis der Universität Wien, arbeitet an einem Projekt zur Aufarbeitung der Geschichte des Pädagogischen Instituts, einer im europäischen Kontext bemerkenswerten Einrichtung zur Fortbildung von Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrern. In Österreich, auch im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern, die
Ausbildung der Volksschullehrer niemals im universitären Bereich angesiedelt wurde, also im tertiären Sektor. Und wenn man sich anschaut, welche Art der Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung dort angeboten ist, dann ist es immer zu sehen im Kampf um diese Gleichberechtigung, dass eine Pflichtschullehrerausbildung eben auch universitär einen Platz findet. Die Zusammenarbeit mit Universitätsprofessoren und mit Universitätsinstituten sollte, wie Pircher betont, den wissenschaftlichen Anspruch der Lehrerbildung untermauern. Das Pädagogische Institut war aber mehr als eine bloße Lehranstalt. Eingegliedert war die Versuchsklassenzentrale, in der an der Reform der Lehrpläne gearbeitet wurde, die Pädagogische Zentralbibliothek, damals die größte Lehrerbibliothek Europas, dann ein Seminar für Schulgesang und ein Seminar für Werkunterricht, eine eigene Institutsschule und schließlich eben das Psychologische Institut, das auch für den Unterricht an der Universität genutzt wurde. Die Dimension dieser Einrichtung ist erstaunlich. Also pro Jahr haben dort circa 150 Leute gelehrt, also nur mal pro Jahr. Natürlich sind die immer wieder angestellt worden oder manche nur einmal. Über die Rolle, die die Lehrveranstaltungen von Karl und Charlotte Bühler innerhalb dieser großen und für die Wiener Sozialdemokraten so prestigeträchtigen Einrichtung gespielt haben, weiß man bislang wenig. Auch wenn die Vorlesungsverzeichnisse des Pädagogischen Instituts und der Philosophischen Fakultät der Universität Wien über die Themen der von Karl Bühler und seinen Mitarbeitern gehaltenen Vorlesungen und Seminaren gut Auskunft geben. Ein weiteres Gebiet, auf dem es noch Neues zu entdecken gibt, sind die Forschungsarbeiten, die am Wiener Psychologischen Institut durchgeführt wurden. Da wären zum einen die experimentellen Arbeiten, die im Zusammenhang mit Karl Bühlers systematischer Aufarbeitung der Geschichte der Ausdrucksforschung entstanden. Dazu wird uns Frau Petra Löffler, Professorin für Theorie und Geschichte gegenwärtiger Medien an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, einiges berichten. Ihren Beitrag zur Tagung begann sie mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Ausdrucksproblems, seine Thematisierung von Lavater über Lichtenberg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Auf der Prämisse, dass die Mimik Auskunft über menschliche Affekte und Gefühle geben kann, basiert die wissenschaftliche Ausdrucksforschung, die sich im 19. Jahrhundert zunächst als Zweig der Physiologie und der Philosophie herausbildet. In welchem kausal begründbaren Verhältnis stehen Körperbewegungen und Gemütsbewegungen zueinander? Eine oft gestellte Frage in diesem Zusammenhang war: Weinen wir, weil wir traurig sind? Oder sind wir traurig, weil wir weinen? Anders gesagt, ist das Weinen eine körperliche Reaktion auf einen primären Gemütsvorgang oder ist Traurigkeit eine Reaktion auf den körperlichen Vorgang des Weinens? Die Ausdrucksforschung interessiert in dieser Zeit nicht nur, wie sich ein Gemütsvorgang körperlich ausdrückt, sondern wie sich dieser Vorgang experimentell erforschen lässt. Zu einem wichtigen Faktor empirischer und experimenteller Ausdrucksstudien wurden neben Zeichnungen und anderen künstlerischen Darstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend Fotografien und schließlich Filmaufnahmen. Sie begründen ein neues Paradigma der Ausdrucksforschung im 20. Jahrhundert. Was interessiert nun eigentlich Bühler an diesen Fragen? Wie schreibt er sich in das neue Paradigma der Ausdrucksforschung ein und mit welchen Medien wird am Psychologischen Institut gearbeitet? Zu erforschen galt es für ihn, wie das Kinopublikum diese filmische Mimik deutet und emotional nachvollzieht. Das ist ein großes Thema nicht nur der wissenschaftlichen Psychologie der Zeit, sondern auch der Filmtheorie der 20er Jahre. Am Wiener Psychologischen Institut entstehen in den 20er und 30er Jahren eine Reihe von Dissertationen, die sich ausdruckspsychologisch mit Film beschäftigen.
Bühler überlässt die experimentelle Forschung gewissermaßen dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Es entstanden mindestens 11 Dissertationen, sowohl historische Studien wie auch empirische Arbeiten. Mit welchen Fragestellungen? Es geht darum, herauszufinden, wie Emotionen visuell erkannt und vermittelt werden. Ruth Weiß, experimentalpsychologische Dissertation über die Bedeutung des Umfeldes für das Verständnis des menschlichen Gesichtsausdrucks, die 1935 am Psychologischen Institut der Universität Wien eingereicht wurde, untersucht die räumlich-semantische Kategorie des Umfeldes anhand von Fotografien von tagesaktuellen Ereignissen, die in populären Zeitungen und Magazinen veröffentlicht wurden. Weiß hat eine Auswahl von insgesamt 30 Fotografien, 12 ProbandInnen vorgelegt unter der Maßgabe, den Gesichtsausdruck der dort abgebildeten Personen zu erfassen und zu deuten. Dabei wurde ihnen anfangs nur die Partien des Gesichts gezeigt, auf denen Gesichter zu sehen waren, und erst nach und nach die gesamte Fotografie. Durch dieses Verfahren, das schon in der Ausdrucksforschung des 19. Jahrhunderts etwa bei Duchenne de Boulogne Anwendung fand, sollte empirisch statistisch ermittelt werden, welche Rolle Kontextinformationen für die Deutung einer Situation im Verhältnis zu den mimischen Reaktionen daran Beteiligter spielen. Um diesen Zusammenhang zwischen Mimik und semantischem Umfeld zu untersuchen, hat Weiß ProbandInnen ihre Eindrücke zu einem Set von Fotografien schildern lassen. Diese von Ruth Weiß geleitete Untersuchung führte, so Frau Löffler, zu interessanten Resultaten, auch weil die junge Forscherin sich auf ganz besondere Beobachtungen fokussierte. Sie untersucht zum Beispiel, an welcher Stelle ProbandInnen ihre erste Deutung eines Gesichtsausdrucks korrigiert haben. Wenn sie zum Beispiel zunächst im kleinen Bildausschnitt ein Gähnen erkannt hatten und nach besserer Kenntnis des Umfeldes den gleichen Gesichtsausdruck als Erschrecken, also emotionalen Ausdruck, interpretierten. Umgekehrt kam es auch vor, dass der Eindruck, ein Gesicht zeige den Ausdruck des Entsetzens, später als bloß körperliche Erschöpfung gedeutet wurde. Ein weiteres Gebiet empirischer Forschung, das eng mit Bühlers theoretischen Arbeiten zur Sprache zusammenhängt, bildet der Film, der, so zeigt Maria Zwick in ihrem Beitrag, von Bühler als nichtsprachliches Darstellungsmittel thematisiert wird. Maria Zwick, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Wiener Kreis der Universität Wien, beschäftigt sich seit Jahren mit den am Psychologischen Institut erarbeiteten Dissertationen und Studien zum Film. Sie erzählt, dass das Filmprojekt 1934 startet. Eine der ersten Dissertationen ist die 1935 von der damals 24-jährigen Schriftstellerin und Journalistin Hilde Spiel eingereichte Arbeit mit dem Titel Versuch einer Darstellungstheorie des Films. Weitere Dissertationen folgen. Auch ein gemeinsames Buch ist geplant. Es soll sich der Sprache des Films widmen. Natürlich spielt das Umfeld eine Rolle bei der Wahl dieses Forschungsthemas. In den 30er Jahren ist die Blütezeit des Kinofilms. Der Stummfilm wird gerade vom Tonfilm abgelöst. Und die unzähligen Kinotheater in den Großstädten ziehen alle Bevölkerungsschichten an. Maria Zwick weist darauf hin, dass Bühler nicht nur für eine filmtheoretische Besinnung plädiert, sondern sich auch für den Film als Kunstform engagiert. So in der 1936 gegründeten Gesellschaft der Filmfreunde Österreichs, in der er die Vereinspräsidentschaft übernahm. Woher kam eigentlich die Idee, sich mit dem Film in der Forschung zu beschäftigen? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also überliefert ist, dass Käthe Wolf die Idee gehabt hat. Das ist einerseits dokumentiert in Presseartikeln, in der Neuen Freien Presse. Andererseits auch durch Ernst Gries, der, ich glaube, in Das Lachen eben in einer Fußnote irgendwo hinschreibt,
dass die Käthe Wolf eben genau diese Untersuchungen auf ihre Anregung auch mit dem Film gearbeitet wird. Ja. Aber man bewegt sich in einem Kollektiv von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was waren nun die Inhalte dieser Filmforschungen? Also wie schon erwähnt, man beschäftigt sich mit Filmwerken im Vergleich mit Sprachwerken. Und da werden ganz detaillierte Filmanalysen angefertigt. Zunächst einmal hat man ja angenommen, dass der Schauspieler irgendwie kommuniziert mit dem Publikum. Von dem kommt man dann eher ab und geht eher dahin, dass eigentlich der Filmschaffende, die Filmschaffende, dem Publikum etwas zeigt und der Schauspieler hier eine Rolle eben eingesetzt wird als ein Mittel des Zeigens, mehr oder weniger. Also der Regisseur, die Regisseurin, es entsteht eine Theorie des Drehbuchs als Werk, aber man beschäftigt sich auch sehr viel mit den technischen Mitteln. Was können diese technischen Grundlagen, was kann der Schnitt, was kann die Großaufnahme, was kann die Kamerabewegung alles leisten? Und das führt eigentlich dann direkt zu der Fragestellung, wie zeigt der Film? Zeigen kann man auf ganz verschiedene Art und Weise. Frau Zwick unterstreicht, dass das für den Film charakteristische Zeigen für Bühler und seine Mitarbeiter vor allem ein Versetzen ist, ein Versetzen des Zuschauers, der Zuschauerin in den Filmraum. Und da ist, glaube ich, wirklich Neuland betreten worden, indem dieses Versetzungserlebnis, das da ausgemacht wurde, also es wird angenommen, dass der Filmzuseher, die Filmzuseherin ähnlich wie bei Romanen versetzt wird aus der räumlichen Orientierung im realen Raum heraus, im Kinosaal, also da hängt der Mantel, da steht meine Tasche, in den Filmraum hinein. Zugleich aber bietet der Film die Möglichkeit, wirklich ad oculus zu zeigen, nämlich gibt einfach ein optisches Bild und die Zusehenden nehmen dieses Bild als eine Quasi-Realität wahr. Auch der Begriff des Filmraums selbst spielt eine zentrale Rolle in der am Institut erarbeiteten Filmtheorie. Und dieser Filmraum ist ja dann ganz zentral auch, also die Orientierung im Filmraum. Das ist sehr spannend, weil da gibt es ja eigentlich von Anfang an keine Anhaltspunkte. Wie könnte der ausschauen, dieser Filmraum? Der wird ja erst nach und nach aus Einzelbildern aufgebaut. Man sieht ja zunächst einmal nur ein Bild und dann im Verlauf des Films ergibt sich dann eben ein Gesamtraum, den der Zuseher oder die Zuseherin ja selbstständig in Form eines noetischen Prozesses erstellen muss. Mit welchen Methoden wurde bei der Filmforschung gearbeitet? Der Vergleich ist eine Methode, die Bühler auch an anderer Stelle anwendet. Also verschiedene Darstellungsgeräte oder Darstellungsmittel werden miteinander verglichen, Sprachwerk, Filmwerk, Bilder mit Filmen. Dann gibt es einen ganz zentralen Punkt, nämlich der Zuseher oder die Zuseherin orientiert sich ja, und das ist diese räumliche Orientierungsgeschichte mit der Orientierung im Filmraum dann, orientiert sich ja normalerweise im Raum, im Kinosaal wäre das dann. Und da hatten sie die Idee, das mit dem Theater zu vergleichen und Theaterbesucherinnen und Kinobesucher zu fragen, ob sie sich eigentlich an diesen Raum erinnern können. Können sie diesen Raum beschreiben? Wie schaut der aus? Was war da oder wie hat dieser Raum ausgeschaut? Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass eben die Theaterbesucherinnen das sehr gut beschreiben konnten, in welchem Raum sie sich befunden haben, und die Kinobesucher haben keine Ahnung gehabt. Die am Psychologischen Institut durchgeführten Ausdrucks- und Filmforschungen stießen auch außerhalb der Universität auf Interesse, so bei den Kunsthistorikern Ernst Gombrich und Ernst Gries. Gombrich schreibt rückblickend: Angeregt durch diese Arbeit am Bühler-Institut interessierte sich Gries nämlich brennend für das Problem des mimischen Ausdrucks und seiner Deutung. Nun gab es auch im Bühler-Seminar Experimente und Arbeiten zu diesem Problem. Ich erinnere mich auch selbst als Versuchsperson über das Lesen des Mienenspiels bei Momentaufnahmen fungiert zu haben, die, glaube ich, die Bühler-Schülerin Ruth Weiß organisiert hatte. Zitat Ende. Georg Wasold
Kunsthistoriker an der Universität für angewandte Kunst in Wien, ist diesen bislang in der Bühler-Forschung wenig thematisierten Aspekt der Beziehung zwischen Psychologie und Kunstgeschichte nachgegangen. Wenn man nun trotz dieses weitgehenden Fehlens an wissenschaftlichen Vorarbeiten, wenn man nun dennoch versucht, die Frage zu beantworten, was die Wiener Kunsthistoriker bei Bühler suchten, dann muss man sich grundlegend vor Augen führen, in welcher Situation sich die Kunstforschung in Wien nach 1918 befand. Die Art der Kunstforschung, wie sie in Wien 2 oder 3 Jahrzehnte lang getrieben wurde, war auch auf einer methodischen Ebene gewissermaßen an einem toten Punkt angelangt. Jahrzehntelang hat man in Wien eine kunsthistorische Entwicklungsgeschichte geschrieben und gezeigt, dass ein neuer Stil jeweils ursächlich aus dem vorangegangenen hervorwächst. Also man hat gezeigt, dass die Renaissance aus der Gotik entstanden ist, dass die Barockkunst wiederum aus der Renaissance hervorgegangen ist und so weiter. Und genau das, diese Entwicklungsgeschichte, war nun zunehmend fragwürdig geworden. Immer öfter nämlich hat man nach den Gründen gefragt, also danach, warum denn ein Stil, warum eine Form sich überhaupt ändert. Und in der Beantwortung dieser Frage ging man gerade in Wien immer häufiger nun dazu über, zu behaupten, dass sich die psychische oder psychologische Grunddisposition, die psychologischen Grundlagen eines Künstlers oder einer ganzen Epoche geändert haben. Der Geist, wie es damals immer hieß, habe sich geändert, die Weltanschauung habe sich geändert und deshalb habe sich auch die Kunst geändert. Das heißt, die Kunsthistoriker, die an mehr als nur an einer formalen Beschreibung der Kunst interessiert waren, die den Grund einer Veränderung, den Grund eines Umschwungs erfahren wollten, diese Forscher fanden zunehmend den Weg hin zur Psychologie. Das bekannteste Beispiel ist ja Ernst Gries, wir haben ja auf der Tagung auch von ihm gehört, der nicht nur Kunsthistoriker, sondern bekanntlich auch Psychoanalytiker war und der versucht hat, diese beiden Bereiche, das ist den Geist und den Kunst oder die psychische Disposition und den künstlerischen Ausdruck zusammenzubinden. In der Psychologie war vor allem auch die Behandlung der Sprache relevant. Ich möchte ganz kurz aus einem Text von Otto Benesch zitieren, einem jüdischen Kunsthistoriker, der in einem Nahverhältnis zur Sozialdemokratie, zum Roten Wien stand. Und Benesch schreibt 1920, dass es zu einem Zitat, zu einem Zusammenschluss aller historischen Geisteswissenschaften zu einer einheitlichen Ideengeschichte kommen müsse. Und in genau demselben Sinn lesen wir auch zur selben Zeit, nämlich 1920 bei Josef Strigowski, der dann später auch am Pädagogischen Institut der Stadt Wien unterrichten sollte, lesen wir bei ihm, Zitat, ich glaube auch den Zeitpunkt nicht fern, wo die Forschung der Sprachformen und diejenige, welche sich mit den Kunstformen beschäftigt, in Wechselwirkung zueinander treten werden, aus welcher Verbindung gegenseitige Aufschlüsse auf beiden Gebieten hervorgehen müssen. Wir sehen also, es wurde damals in Wien 1920 seitens der Kunsthistoriker sehr deutlich bereits der Wunsch nach Transdisziplinarität geäußert, nach Austausch, nach einem Abgleich von Kunsttheorie und Sprachtheorie in dem konkreten Fall. Und da verwundert es nicht, dass Bühler in Wien von den Kunsthistorikern gewissermaßen schon sehnsüchtig erwartet wurde. Warum? Aus welchem Grund? Diese liegt in der Beschäftigung mit Kunstformen und neuen Bildmedien, die von der klassischen, der traditionellen Kunstgeschichte eher gemieden wurden. Wer sich für Film interessierte, und das war bei den jungen Studierenden sicherlich der Fall, wer sich für Karikaturen interessierte, der fand am Wiener Kunstgeschichte-Institut kein Lehrangebot, geschweige denn eine adäquate Betreuung. Bei Bühler jedoch war das, soweit ich informiert bin, sehr wohl der Fall. Zumindest bestand dort ein gesteigertes Forschungsinteresse an solchen Themen. Wie ist es nun umgekehrt? Konnten Bühler und seine Mitarbeiter auch von den Kunsthistorikern etwas lernen? Das kann ich offen gestanden nicht wirklich beantworten, aber ich kann zumindest eine Vermutung anstellen. Und diese Vermutung geht dahin, dass es ja in der Wiener Kunsttheorie seit dem späten 19. Jahrhundert eine verhältnismäßig stark ausgeprägte Tradition der Wahrnehmungsforschung gab. Das geht zurück auf den Physiologen Ernst Brücke, der sich schon um 1880 sehr intensiv mit Licht und Schatten und mit Reflexwirkungen auseinandergesetzt hatte. Das fand dann um 1900 eine Fortsetzung,
als in Wien viel von einer optischen und einer haptischen Wahrnehmung die Rede war. Und das war auch später, in den späten 10er und frühen 20ern der Fall, als zum Beispiel die Frage diskutiert wurde, was denn eigentlich passiert, wenn die Wahrnehmung getrübt oder beeinträchtigt wird, etwa durch Ermüdungserscheinungen. Also es gab auch dort, auch im Kunstgeschichtsinstitut, einen relativ breiten Ermüdungsdiskurs. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bühler an solchen und ähnlichen Fragen, die also in Wien eine lange Geschichte hatten, großes Interesse hatte und es für ihn spannend war, mit jungen Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen zu diskutieren. Die Zirkulation von Ideen zwischen den Wissenschaften lässt sich manchmal in den Büchern der Forscher nachweisen. Meistens findet sie jedoch, wie wir gerade gesehen haben, direkt vor Ort, also lokal statt und hinterlässt keine Spuren. Außer solche Ereignisse werden in Tagebüchern festgehalten, wie das zum Beispiel bei dem Logiker und Mathematiker Kurt Gödel der Fall war. Genau darüber berichtet auf dem Workshop Tim Lehten, der am Gödel-Projekt in Helsinki mitarbeitet und eine Reihe von Texten Gödels aus der Gabelsberger Kurzschrift übertragen hat. Kurt Gödels Kontakte zu Karl Bühler, Else Frenkel und zum Psychologischen Institut sind im Wesentlichen durch die Transkription zweier Notizbücher ans Tageslicht gekommen, die jetzt gerade veröffentlicht werden. Vorher möchte ich aber eine ganz wunderbare Passage erwähnen, die Gödel in einem seiner früheren philosophischen Notizbücher festhält. Dort beschreibt er, was er tun würde, wenn er plötzlich 1 Million Schilling gewinnen würde. Er würde hauptsächlich nämlich in Vorlesungen gehen und erwähnt hier 3 Namen. Den Physiker Friedrich Kottler, dessen Vorlesungen er schon Ende der 20er Jahre gehört hatte. Den Zahlentheoretiker Philipp Furtwängler, dessen Vorlesungen Gödel später als die besten, die er je gehört hat, bezeichnet. Und der dritte Name, den Gödel nennt, ist tatsächlich Karl Bühler. Und tatsächlich haben wir in Gödels Nachlass die Mitschrift einer Bühler-Vorlesung entdeckt. Genauer gesagt, so wie es aussieht, wohl nur die Mitschrift der Einführungsveranstaltung, in der Bühler einen Überblick über die thematischen Inhalte gibt. Geschichte, Gegenstand der Psychologie, Aufbau der Psychologie, Umfang und Einteilung, Quellen und Methoden, Schlaf, Traum. Tim Lehten hat in seinem Vortrag noch auf einen anderen wesentlichen Aspekt des Lokalen verwiesen, nämlich, dass die gegenseitigen Kontakte oft von den jungen Mitarbeitern initiiert und dann auch unterhalten wurden. So fallen immer wieder die Namen Else Frenkel und Egon Brunswick, 2 der wichtigsten Assistenten der Bühlers. Mit Else Frenkel trifft Gödel sich offenbar recht häufig. Sie schwärmt von der großen Klarheit der Gespräche, die Gödel, wie wir aus erhaltenen Zetteln in seinem Nachlass wissen, akribisch plant und vorbereitet. Aus den Notizen zu den Gesprächen mit Frenkel gehen vor allem 2 Dinge hervor. Erstens, dass Gödel ganz offenbar den direkten Kontakt zu Karl Bühler sucht und ihn beispielsweise sprechen möchte, um an seinem Seminar teilzunehmen. Und zweitens, man bekommt außerdem mit, dass Frenkel Gödel zu der Vortragsreihe mit dem Titel Gegenwartsprobleme der Psychologie einlädt, in der sie selber vorträgt, aber auch Charlotte Bühler, Käthe Wolf zum Thema Theater und Film, der Physiker Hans Thiering, der damals Vorsitzender der Parapsychologischen Gesellschaft war und über parapsychologische Experimente vorträgt, der als Heiler bekannte Rudolf Tetter und viele andere. Aber warum hat Gödel die Nähe zu Bühler und zum Institut überhaupt gesucht? Es dürften aus meiner Sicht im Wesentlichen 3 Gründe sein. Erstens, Gödels Interesse für seine eigene psychische Erkrankung. Er galt als schizophren und hat sich mehrfach in Sanatorien rund um Wien aufgehalten. Auffällig ist hier, dass insbesondere die Gespräche mit Frenkel immer wieder sich um eine Typisierung im Sinne der Konstitutionsforschung drehen. Zweitens interessiert er sich für eine Theoretisierung und vor allem Axiomatisierung der Psychologie, die er bei Bühler natürlich findet. Ganz offenbar hat er die Krise und die, wie er es nennt, Sprachpsychologie von Bühler gelesen. Der dritte Grund für die Annäherung ist sicherlich am wenigsten offensichtlich. Ich halte ihn aber für zentral. Und zwar ist es Gödels Interesse an der Parapsychologie. Was aber hat Parapsychologie mit Bühler zu tun?
Ganz offenbar, und darüber scheint, wenn ich es richtig sehe, nicht viel bekannt zu sein, hat auch Karl Bühler einen engen Bezug zur Parapsychologie. Ich nenne nur ein paar Anhaltspunkte. Erstens, er gehört beispielsweise einem im November 1923 gegründeten Komitee zur Untersuchung der Medien Willi und Rudi Schneider aus Braunau an. Dieser Gruppe gehören unter anderem auch der Psychiater Julius Wagner Jaurek, der Physiker Felix Ehrenhaft, ja, oder auch Moritz Schlick an. Zweitens, die Bühlers werden von Hans Driesch und seiner Frau Margareta ganz ausdrücklich zu einem Festbankett eingeladen, das im Anschluss an Driesch Vortrag die Beziehungen zwischen Vitalismus und Parapsychologie im April 1930 abgehalten wird. Und drittens, wie schon erwähnt, hatte auch die Vortragsreihe des Psychologischen Instituts einen starken Hang zur Parapsychologie, was Bühler sicherlich nicht einfach nur geduldet, sondern auch gefördert haben dürfte. Die Kontakte der Bühlers gingen über Disziplin und damit auch Ländergrenzen weit hinaus. Besonders wichtig war ihnen die Beziehung zu Amerika. Beide verbrachten mehrere Lehr- und Forschungssemester in den USA. Die Arbeit des Instituts in Wien wurde in den 30er Jahren durch die Rockefeller Foundation finanziell unterstützt. In einem Bericht an die Stiftung befindet sich eine Liste mit den Namen der Amerikaner, die bis 1935 ihre Doktorarbeit bei Karl Bühler schrieben oder zu einem längeren Forschungsaufenthalt in Wien weilten. Bis dahin immerhin schon 34. Was machte Wien und die USA so attraktiv füreinander? Wir stellen diese Frage Clemens Knobloch, bis zu seiner Emeritierung Professor für Sprachwissenschaften an der Universität Siegen, der in seinem Beitrag zum Workshop zur Soziologisierung der Wiener Ausdrucksforschung im US-Exil sprach. Was jetzt das Verhältnis der Bühler-Schule zu den USA betrifft, als dann die Charlotte Bühler 24, 25 mit dem Rockefeller-Stipendium in die USA geht. Das ist ja irgendwie, finde ich, sagen wir mal, so eine interessante zeitliche Korrelation zwischen den Entwicklungen in Wien und zwischen den Entwicklungen in den USA. Also ich glaube, dass das Bühler-Institut deswegen für US-Studierende so attraktiv war, weil sich da, sagen wir mal, ähnliche Konstellationen begegnen. Das ist so die Expansion des Bühler-Instituts in die Praxis und in die Anwendung im Roten Wien, in die Schulpolitik, in die Jugendpolitik, in die Kinderstelle. Ja, später dann auch mit Lasersfelds Wirtschaftspsychologischem Institut und so weiter. Also diese ganze Expansion dessen, was man so dann vielleicht im Nachhinein als Anwendungssphäre der Psychologie beschreiben würde, die korreliert ja mit einer Strömung in den USA, die eigentlich ganz ähnlich auf Anwendung bezogen ist und die, sagen wir mal, in den 20er Jahren anfängt sich zu formieren, die sich dann im Laufe der Jahre sammelt hinter einem Begriff, der heißt dann Democratic Social Engineering, ne? Also sozusagen eine interventionistische Psychologie und Soziologie, die versucht, mit den Mitteln der Wissenschaft und unter demokratischen Verhältnissen wirklich einzugreifen. Und das ist ja das, was der Umkreis des Bühler-Instituts in Wien tatsächlich aufbaut, erstmalig, ne? Dieser Zusammenhang zwischen theoretischer Grundlagenforschung und angewandter Psychologie ist für Clemens Knobloch von besonderem Interesse. Was ich da jetzt, sagen wir mal, aus meinem Siegener Arbeitszusammenhang untersuche und was mich dabei interessiert, ist eigentlich, sagen wir mal, die Transformation von einem eher psychologischen Gesichtspunkt und Bezugssystem
in stärker, sagen wir mal, soziologische und sozialarbeiterische Zusammenhänge. Also ich glaube, dass im Wiener Institut es irgendwie relativ gut ging, dass Bühler sozusagen als Psychologe und Theoretiker seine Dinge weitermachte in Rückkopplung mit der Anwendungssphäre in den diversen sozialarbeiterischen und sozialreformerischen Zusammenhängen, dass aber die Leute, die in diesen Zusammenhängen direkt arbeiteten, ja, also was weiß ich, wie ich heiße, in dem Berufsberatungs- und Jugendberatungsamt, Lazarsfeld in der Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle und so weiter. Ich glaube, dass die Leute aus dem Anwendungsbereich einen wesentlich stärkeren, sagen wir mal, Alltagsdruck hatten, Dinge auch soziologisch zu sehen und nicht bloß psychologisch zu sehen. Also sie hatten eigentlich ja den soziologischen Charakter aller Entwicklungsprobleme sozusagen täglich vor Augen. Wenn man das vergleicht damit mit Charlotte Bühlers Kindheit und Jugendbuch, in dem ja sozusagen soziale Verhältnisse überhaupt nicht vorkommen, ist das natürlich eine völlig andere Welt als die, die erfahren worden ist von den Praktikern sozusagen im Roten Wien. Und von daher glaube ich, dass viele von den Praktikern aus dem Umkreis des Bühler-Instituts, nicht zuletzt sicherlich auch diese starke linke Gruppe, um Lazarsfeld, Yehuda und Ichheise und so weiter, dass die in den USA sozusagen eher in ein soziologisches und kommunikationswissenschaftliches Fahrwasser gekommen sind. Damit ist ein Punkt erwähnt, der in den Forschungen zum Wiener Psychologischen Institut immer eine Rolle spielt, nämlich der erzwungene Ortswechsel. Die historischen Ereignisse zwangen einen großen Teil der europäischen Wissenschaftler, spätestens 1938 den Ort zu wechseln. Viele gingen in die USA, auch Karl und Charlotte Bühler und ein Teil ihrer aktivsten Mitarbeiter. Aber wie erging es ihnen dort? Gelang es ihnen, sich in diese trotz allem neue Wissenschaftslandschaft einzupassen? Bei Karl Bühler scheint die Antwort eher negativ auszufallen. Also ich halte es nach wie vor für relativ geheimnisvoll, dass er so wenig eigentlich in den USA wahrgenommen worden ist, trotz der langen Zeit, die er halt da ja gelebt hat. Es war ja nun doch dann auch noch viele, viele Jahre. Ein Punkt ist sicherlich der halt, dass Charlotte Bühler sozusagen in diesen Anwendungskontexten mit ihrer Jugendpsychologie, ihrer Lebenslaufpsychologie sehr viel näher war, dass sie da möglicherweise stärker eingebunden werden konnte, obwohl man natürlich auch wieder sagen muss, klar, auch das entwicklungspsychologische Buch von Bühler von 18 ist ja auch schon alt und für Kindheit und Entwicklungspsychologie hat er sich ja sehr früh interessiert. Aber gut, da könnte man dann wieder sagen, diese Positionen, die sind in den USA eher ausgeführt worden von Leuten, die eben wirklich ganz harte ethologische Mikroanalysen von Verhalten gemacht haben, wie Gesell und so mit viel Technologie. Das ist dann, glaube ich, auch eine Arbeitsweise, in die Bühler als Theoretiker nicht so wirklich reinkommen konnte. Diese Schwierigkeiten, die Bühler in den USA hatte, verweisen rückblickend auf etwas, das für das Wiener Institut charakteristisch war. Die, wie Knobloch es nennt, besondere Sozialform. Ich habe auch eher den Eindruck, dass Bühler sozusagen zu dem großen empirischen Umkreis, in dem er gearbeitet hat, aber die hatten eher so ein Zuliefererverhältnis zu ihm. Er war derjenige, der sozusagen die theoretischen Synthesen geliefert hat. Und so einen Zusammenhang konnte er selbstverständlich in den USA nicht aufbauen. Der war, glaube ich, auch institutionell nicht vorgesehen an der US-Universität. Das war, glaube ich, nicht reproduzierbar. Man sieht dann im Nachhinein, wie stark Bühler tatsächlich von dieser Sozialform gelebt hat, ne? Also sozusagen von diesem Zusammenhang. Und dass er sich eben auch in diesem Zusammenhang definiert hat, als derjenige, der sozusagen diese Fäden zusammenführt und daraus Theorie macht. Bislang blieben Karl Bühlers Kontakte an seinem eigentlichen Arbeitsplatz der Philosophischen Fakultät ausgespart.
Bühler war 1922 als Professor für Philosophie und Psychologie mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Pädagogik berufen worden. Gleichzeitig mit Bühler nahm Moritz Schlick seine Lehr- und Forschungstätigkeit an der Fakultät als Professor für Philosophie auf. 1924 initiierte Schlick eine Diskussionsrunde, aus der berühmte Wiener Kreis hervorging. Gerade zwischen den jungen Mitarbeitern Bühlers und Schlicks kam es wiederholt zu Zusammenkünften und Diskussionen. Man lud einander auch einige Male zu offiziellen Zusammenkünften ein. So hielt zum Beispiel Rudolf Carnap am 28. Mai 1930 im Mittwochkolloquium des Psychologischen Instituts einen Vortrag mit dem Titel »Die Psychologie im Rahmen der Einheitswissenschaft«. Christian Damböck, Mitarbeiter des Instituts Wiener Kreis, berichtete auf dem Workshop über diese Kontakte und die damaligen Debatten um die Psychologie. Ich habe mich da hauptsächlich mit den Verbindungen zum sogenannten linken Flügel des Wiener Kreises befasst, um Carnap und Neurath. Und da gibt es in der Tat einiges. Das beginnt eigentlich mit Diskussionen in den 20er Jahren, wo Bühler immer wieder eingebunden war in Debatten im Wiener Kreis. Er hatte auch die Habilitationsschrift Carnaps mit approbiert. Und ein Höhepunkt dieser Kooperationen, obwohl nicht mit Anwesenheit Bühlers, ist dann diese sogenannte Studiengruppe für wissenschaftliche Zusammenarbeit im Jahr 1930. Und zwar ist das eine Sache, die auf Initiative von Else Frenkel Brunswick gegründet wurde, als eine Art Parallelaktion, eine der vielen Parallelaktionen zum Wiener Kreis. Und da wurden vor allem sozialwissenschaftliche und psychologische Themen diskutiert. Und da waren eine ganze Reihe von Leuten aus dem Bühler-Umfeld zugegen. Ob Bühler selbst dort war, kann ich nicht sagen. Aus den Dokumenten geht nichts in die Richtung hervor. Um welche Fragen ging es bei diesen Diskussionen? Inwieweit und warum interessierten sich die Philosophen für die Psychologie? Da war für mich ein Gesichtspunkt die Diskussionen im Wiener Kreis über Psychologie, die eine zentrale Rolle gespielt haben in der Protokollsatzdebatte. Ich würde sagen, eine grundlegende Rolle. Also die ganze Protokollsatzdebatte basiert auf diesen Diskussionen. Und man kann das so interpretieren, dass hier Schlick eigentlich eher eine traditionellere Position vertritt mit seinen Konstatierungen. Also eine Theorie in der Protokollsatzdebatte, die nach wie vor auf dem Eigenpsychischen aufbaut und daher wahrscheinlich eher in der Nähe von Bühler angesiedelt ist. Also Introspektion ist im Grunde vergleichbar mit dem, was Schlick dann eine Konstatierung nennt, während Carnap und Neurath sich dann, da war Anfang der 1930er Jahre, von dieser eigenpsychischen Basis entfernen. Neurath macht es schon wesentlich früher und überzeugt Carnap dann, da mitzugehen. Da hat Carnap dann seine eigene Spielart dessen entwickelt, was man im Wiener Kreis Physikalismus genannt hat, also die Idee, alle wissenschaftlichen Aussagen in irgendeiner Weise in einer physikalischen Sprache zu formulieren. Das bedeutet nicht eine Sprache, die beispielsweise nur Atome oder Elektronen verwendet, sondern es bedeutet eine Sprache, die sich auf wahrnehmbare physische Gegenstände beziehen und deren Eigenschaften. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob eine solche physikalistische Auffassung von Welt den Fragestellungen der Psychologie nicht diametral entgegengesetzt ist. In der Psychologie geht es um das Innenleben, um mentale Vorgänge, Emotionen, Denkprozesse und so weiter. Gibt es da wirklich eine Verbindung? Da sieht man dann eben auch schon den Konnex zur Psychologie, weil tatsächlich der Ausgangspunkt eben dieses Wahrnehmbare ist. Es geht darum, anknüpfend, wie sich zeigt, an den Empiriokritizismus bei Mach und Avenarius, eine Sprache zu entwickeln,
die nur auf das Bezug nimmt, was uns empirisch zugänglich ist. Und das bedeutet dann, dass sich diese Sprache nicht mehr in dem Eigenpsychischen gründet, weil das eben nicht empirisch zugänglich ist, sondern etwas, das man nur irgendwie in einem gewähnten Inneren findet, sondern auf das sogenannte Fremdpsychische. Und das ist alles am Psychischen, was intersubjektiv erfahrbar und wahrnehmbar ist. Man könnte glauben, dass in Wien der 20er und 30er Jahre am selben Ort, an der Philosophischen Fakultät, mehrere Auffassungen von Psychologie gleichzeitig vertreten wurden. Einerseits gibt es hier diese Tradition, wo Psychologie immer noch als im Eigenpsychischen begründet gesehen wird, also mittels Introspektion. Und in diese Tradition gehören eben Psychologen wie Wundt und Bühler, aber auch Philosophen wie Schlick beispielsweise. Und andererseits gibt es diese modernere Tradition der Grundlegung der Psychologie im Fremdpsychischen. Und für diese Tradition stehen einerseits die Empiriokritizisten, vor allem Avenarius, andererseits aber eben der sogenannte linke Flügel des Wiener Kreises. Nun gab es in Wien ja nicht nur die akademische Psychologie. Der bekannteste Psychologe in Wien der 1920er, 30er Jahre war ja unbestritten Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse. Wie war eigentlich das Verhältnis der Bühlers zur psychoanalytischen Schule, deren Vertreter in der Stadt ja sehr zahlreich waren? Zu diesem Thema sprach auf dem Workshop Gerhard Benetka, Professor für Psychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. In Bezug auf die Freudsche Psychoanalyse scheint die Sache auf den ersten Blick recht klar zu sein. Karl und Charlotte Bühler sind ihr sehr kritisch gegenübergestanden. Wenn sie sich überhaupt zu Freud und zu seiner Lehre öffentlich geäußert haben, dann waren sie beide auf den ersten Blick eben um Abgrenzung bemüht. So hat Karl Bühler in seiner Krise der Psychologie Freud als Stoffdenker bezeichnet und ihn damit in die Zeit der Vorherrschaft der alten Assoziationspsychologie, also ins 19. Jahrhundert, zurückversetzt. Andererseits aber ist Bühler in seinem Buch aber auch auf eine eben erst erschienene Publikation von Freud eingegangen, auf Hemmung, Symptom, Angst, in der Freud seinen Bruch mit seinem früheren Sekretär und Vertrauten Otto Rank theoretisch verarbeitet. Auch auf Ranks Buch Das Trauma der Geburt geht Bühler kritisch ein. Was ich damit sagen will, ist, dass das ganz aktuelle theoretische Diskussionen innerhalb der Psychoanalyse sind, die Bühler da rezipiert für einen Professor, der an der Universität die Psychologie vertritt, ist ein solches auf dem letzten Stand der Diskussion sein in Bezug auf die Psychoanalyse durchaus sehr außergewöhnlich. Hat diese kritische Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse in der Entwicklung von Bühlers Werk irgendwelche Spuren hinterlassen? Das kann man, glaube ich, nicht behaupten. Was man zeigen kann, ist, dass wo immer sich Bühler in Wien in intellektuellen Zirkeln bewegt hat, die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass er auch auf Psychoanalytiker getroffen ist. Einige Psychoanalytiker haben auch am Wiener Psychologischen Institut verkehrt, Ernst Gries zum Beispiel, Siegfried Bernfeld oder René Spitz. Bernfeld hat über Lazarsfeld Einfluss ausgeübt auf Charlotte Bühlers Jungpsychologie. Charlotte Bühler hat Bernfelds Buch über Trieb und Tradition, in der er sich sehr kritisch, gerade auch gegenüber Charlotte Bühlers Tagebuchforschung geäußert hat, ausdrücklich gelobt, wörtlich als die bisher beste Untersuchung zum Problem des Tagebuchs bezeichnet. Und es hat zu Beginn der 30er Jahre im
Sommersemester 1933 genau, eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Bühler-Schülerinnen und Psychoanalytikerinnen gegeben, die von Lazarsfeld und Bernfeld geleitet wurde. Man müsste das noch genauer untersuchen, dass nach 1938 in der erzwungenen Emigration einige Schüler und Schülerinnen von Charlotte Bühler zur Psychoanalyse gefunden haben, die bis auf den heutigen Tag relevanten sozialpsychologischen Untersuchungen Else Frenkel-Brunswicks zur Ambiguitätstoleranz, die sie zum Teil im Umfeld der von Horkheimer geleiteten Studies in Prejudice in Kalifornien durchgeführt hat, wären wohl ohne ihre gründlichen Kenntnisse der Psychoanalyse, die sie in Wien erworben hat, so nicht möglich gewesen. Else Frenkel ist in Wien wieder ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bühler-Gruppe und dem Wiener Kreis gewesen. Man sieht daran, wie virulent diese lokale Wissenschaftskultur damals im Roten Wien gerade für junge Intellektuelle gewesen ist. Unsere Suche nach dem Lokalen und seiner Rolle bei der Produktion von Theorien und Thesen will Wissenschaft natürlich nicht auf das Hier und Jetzt begrenzen. Dies wäre auch unmöglich, denn Ideen und Forschungsergebnisse haben ja die Besonderheit zu zirkulieren. Weitererzählt und an Orten gehört zu werden, die geografisch hunderte von Kilometern entfernt liegen. Darüber berichtete Gauthier d'Azonville, der in Belgien an der Philosophischen Fakultät der Universität Lüttich arbeitet. Veronika Neubauer, Mitarbeiterin an der SFU, leiht unserem belgischen Kollegen ihre Stimme. Die Diplomarbeit ist eine Vorarbeit zu zwei wichtigen Texten Sartres. Zur Die Imagination, erschienen 1936, und Das Imaginäre, Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft. Diese Schrift wurde 1940 veröffentlicht. Alle drei Arbeiten bieten neue Einblicke in die Ursprünge von Sartres Philosophie. Sie zeugen von einer gründlichen Kenntnis der aktuellsten Arbeiten der deutschsprachigen Psychologie. Sartres Dissertation ist damit auch Teil der Reorientierung des französischen philosophischen Denkens, die zu einer Wiederherstellung der intellektuellen Beziehungen zu Deutschland in der Zwischenkriegszeit führte. In seiner Diplomarbeit spielt Sartre selbst die Rolle des Übersetzers und Passanten, indem er die im Archiv für die gesamte Psychologie veröffentlichten Ergebnisse, zum Beispiel der Würzburger Schule der Denkpsychologie, analysierte. Dass Sartre sich auf die Bühler-Forschungen sowohl in Würzburg wie auch in Wien bezieht, ist weitgehend unbekannt. Jedenfalls wurde in der Bühler-Forschung bisher davon kaum Kenntnis genommen. In Sartres Diplomarbeit spielen methodologische Überlegungen eine große Rolle und diese entwickelt er auch in Auseinandersetzung mit der Würzburger Schule für Denkpsychologie. Dabei ging es immer wieder um die benutzte Methode, die experimentelle Selbstbeobachtung. Sartre inszenierte Forschungssituationen, in denen er seine Philosophiekollegen von ihren kognitiven Prozessen und Träumen berichten lässt. Er bezeichnete die von ihm ausgewählte Versuchspersonen als das ideale Subjekt der experimentellen Psychologie und charakterisierte damit das von den Würzburgern gehandhabte Auswahlkriterium, nämlich Psychologen und Philosophen mit einer hohen geistigen Kultur einzuladen, die dazu noch eine seltene Begabung der Selbstbeobachtung besaßen. Sartre zeigte sich aber auch skeptisch gegenüber diesen Experimenten. Er spricht von der Unfähigkeit des Individuums, sich selbst wirklich bis zum Ende zu analysieren. Aber nicht nur die Würzburger Forschungen waren für Sartre von Interesse. Er beruft sich auch auf die Arbeiten der Wiener Psychologin Auguste Flach, einer Schülerin von Karl Bühler. Auguste Flach veröffentlichte 1925 einen Artikel über symbolische Schemata im produktiven Denkprozess. Die hier formulierte Idee der symbolischen Schemata ist für Sartre
eine psychologische Entdeckung erster Ordnung, deren Tragweite und Bedeutung er herauszuarbeiten sucht. Dabei interessiert ihn besonders, wie flach die Rolle der symbolischen Schemata für die Ideenfindungsprozesse beschreibt. Fälschlicherweise vermutete Sartre, es handelte sich beim Autor um einen Mann, denn im Französischen ist der Vorname Auguste männlich. Das heißt, Sartre verknüpft die Forschung aus Würzburg mit denen aus Wien? Das könnte man so sagen. Zufällig begegnete Sartre dem Text von Auguste Flach zu dem Zeitpunkt, an dem er die von Bühler 1907-8 entwickelte These von nichtbildlichen Denken in Frage stellt. Sartre wird die Begriffe der symbolischen Schemata und der Denkillustration von Auguste Flach nutzen, um das Verhältnis von Bild und Denken neu zu bestimmen. Sartres Interesse an der Methode der experimentellen Introspektion, deren Ergebnisse er umdeutet, um seine eigene Theorie von Bild und Denken zu schmieden, sind ohne Bühler und Flach nicht zu verstehen. Welchen Erkenntniswert hat nun solch eine lokale Geschichte für die große Geschichte der Wissenschaften? Was hat der Workshop für Ergebnisse gebracht? Man könnte sich für die Antwort zwei Begriffe aus Bühlers Sprachtheorie ausborgen: den Begriff des Feldes und den der Ordnung. Bühler schreibt im Kapitel zum Zeigfeld der Sprache: Wer immer im Wachzustand und bei sich ist, befindet sich orientiert in seiner gegebenen Wahrnehmungssituation. Und das heißt zunächst einmal, dass alle Sinnesdaten, die ihm zufließen, eingetragen sind in eine Ordnung, ein Koordinationssystem, dessen Origo das ist, worauf die Zeigwörter hier, jetzt, ich hindeuten. Bühler spricht von einem Koordinationssystem, einem orientierten Feld, im Rahmen dessen gezeigt wird. Wendet man diese Beschreibung auf unseren Gegenstand an, so könnte man sagen, dass man bei der Herausarbeitung der lokalen Komponente von Wissenschaft auf den damals präsenten Wissensraum stößt. Dieser entpuppt sich als eine Ordnung, innerhalb derer gezeigt wird, als eine Orientierung, die eingenommen werden muss von den Studenten und von den Mitarbeitern, um im Feld agieren zu können. Das Zentrum bzw. die Origo bildet der Maître, in unserem Fall Karl Bühler. Diese Position kann aber auch von anderen Personen eingenommen und vertreten werden, wodurch sie bestätigt wird. Man kann aber auch einen anderen Platz in der Ordnung wählen und diesem zum Origo machen. Dann strukturiert sich die vorhandene Ordnung um, wird ergänzt, vielleicht auch beschnitten, überschritten, auf jeden Fall in Frage gestellt. Die Rekonstruktion des Lokalen führt also zu einer Multiplikation der Akteure. Man erfährt von Forschern, Forscherinnen und Forschungsvorhaben, von denen bisher nichts oder nur wenig bekannt war. In Wien waren es auch vor allem Frauen, damals eine Ausnahmeerscheinung für das Funktionieren von Wissenschaft. Und man bekommt Zugang zu den Fragen und Problemen der Akteure selbst. Man wird zu einem Perspektivenwechsel gezwungen, denn es treten Fragen in den Mittelpunkt, die damals die theoretischen und empirischen Forschungen bestimmten. Auf diese Weise wird unser Heute suspendiert und es wird ein Blick auf das Gestern ermöglicht, der nicht durch die schon existierende Geschichte der Psychologie verstellt ist. Doch was bringt das? Geht man davon aus, dass die in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts geführten Debatten nicht abgeschlossen sind, sondern heute oft begrenzt auf eng spezialisierte Themen und in Unkenntnis früherer Überlegungen fortdauern, dann kann Geschichte unerwartete Einsichten liefern. Sie könnte die eigenen aktuellen Forschungen durch originelle Ideen und neue, eben alte Fragen bereichern.
Es erscheint uns also auch für die Zukunft interessant, die existierende diachrone Ergebnisgeschichte durch synchrone Darstellungen und Geschichtserzählungen zu ergänzen.